Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir wieder bei Goodie Games News and More mit einem weiteren Guide zu The Witcher The Wild Hunt. Und zwar geht es heute um den Erfolg Was war das? Dazu müssen wir 4 Aktionen innerhalb von 10 Sekunden ausführen. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Macht ihr auch wieder am allerbesten vorne gleich direkt im Kampftutorial mit Vesemir. Da bekommt ihr ja Bomben von ihm ausgerüstet, Blendbomben. Ihr absolviert also das normale Training bei ihm und wenn ihr die Bomben habt, ist es ja so, dass er euch weiter angreift. Und das ist genau die Stelle, wo der Erfolg hier dann zum Tragen kommt. Und zwar müsst ihr eigentlich nur ganz einfach merken, dass ihr erstmal mit LT kontert. Dann führt ihr mit X, wir machen das gleich mal, mit LT kontern, jetzt das warten wir, dass er angreift. Komm her. Naja, wir sollten auch kontern natürlich. So, da ist der Konter. Dann schlagen wir einmal zu. Konnt nochmal Konter zuschlagen. Da setzen wir dann das Zeichen auf den Boden und dann anschließend eine Bombe. Das Ganze, wie gesagt, in 10 Sekunden. Also ihr müsst euch immer merken, dass ihr erst LT drückt, dann X, dann RB, dann RT. Die 4 Dinger in Folge gedrückt, ja, in unter 4 Sekunden natürlich, Entschuldigung, die 4 Aktionen in 4 Sekunden. Und da ist er schon freigeschaltet, der Erfolg. Was war das? Also eine ganz einfache Geschichte. Konter, Angriff, Zeichen oder halt Bombe, je nachdem. Eigentlich ist es besser, wenn ihr also erst kontert, angreift, dann anschließend die Bombe werft natürlich und dann natürlich mit RT das Zeichen setzt und das war es schon gewesen. Das ist der ganze Kampf. Easy und peasy. Wups, der Erfolg gehört euch. Wenn euch der Guide hier gefallen hat, wenn euch das geholfen hat, dann wäre es nett, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder in die Kommentare schreibt, ob das alles so in Ordnung war. Ich sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.